So, meine wunderschöne Küche, und wir machen einen Melonen-Minze-Smoothie auf Eis. Und genau, ihr wisst Bescheid, hier geht's weiter und bis gleich. Nee, nicht bis gleich, wir sind ja schon da. Auf jeden Fall hier. Da die Zutaten brauchen wir Wassermelone, Eiswürfel, Minze, Zitronensaft, Datteln, tiefgefrorene Himbeeren, Hanfsamen geschält und Honig, beziehungsweise ich habe keinen Honig mehr gehabt, das ist Ahornsirup. So, die erste Aufgabe, wir haben jetzt da die Minze runtergezopft von den Stängeln, der Wasserkocher heiß gemacht und tun jetzt da 200 Milliliter Wasser aufgießen und das dann 10 Minuten ziehen lassen. So, unser Minztee Wasser haben wir jetzt 10 Minuten ruhen lassen. Wir tun es jetzt mit Eiswürfel. Ich kühle es jetzt mit Eiswürfel runter, damit es schneller geht. Schmeiße es da 4, 5 Eiswürfel rein, damit man dann runter. Du kannst es auch in den Kühlschrank stellen oder einen Tag vorher machen, aber jetzt muss es halt rucki-zucki gehen. Deswegen Eiswürfel rein. So, also die Melone habe ich einfach die Schale weg. Die Zitrone haben wir ausgepresst. Und das andere haben wir ja schon. Das schmeißen wir jetzt alles in den Mixer hier rein. Hier, zack, einfach, wir geben einfach alles. Hier komplett rein, versuchen ohne Kern, dann die Hanfsamen tun wir rein, dann die Himbeeren kommen rein, irgendwie so, das mache ich gleich nochmal, und zwei, drei Datteln tun wir rein, zack, rein, ah, Kamera, zack, rein, und ich habe zu lange überlegt, hier die Minztee tun wir auch mit rein. Und ja, genau, das lassen wir jetzt mixen. Also wie gesagt, wir haben jetzt alles reingetan. Ich habe alles schon, genau, wir haben jetzt alles reingetan und tun das erstmal auf kleine Stufe. Und die hier. Und dann mixen wir das einfach. So, also hier haben wir das Ergebnis. Das schaut schon wieder, also ich habe es probiert. Ein Traum, wie das hier reinläuft, auch so. Und ich habe noch ein bisschen Ahornsirup rein und noch ein paar Datteln, damit wir ein bisschen Süße reinbekommen, weil ich fand es ein bisschen fad. Kann jeder machen, wer will, einfach abschmecken und dann reintun oder nicht reintun. So, hier haben wir das Endergebnis des Smoothies. Entschuldigt mir die hängende Minze. 20 Minuten draußen und die waren so stramm und haben so gut eigentlich ausgeschaut. Hier haben wir unseren Smoothie auf Eis. Sau geil, Leute. Ich habe ihn schon probiert. Ich habe ein bisschen nachgewürzt mit Süßem. Und genau. Danke fürs Zuschauen. Macht es gut und Peace, meine Freunde.